Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir auf die Woche vom 14. bis zum 20. Oktober. Schauen, welche Nachrichten und Impulse die geistige Welt für euch, für uns bereithält. Wenn ihr am Ende sagt, ja, das hat mir gefallen, das hat mir geholfen, das hat resoniert und ihr habt persönliche Fragen, die ich euch mit den Karten beantworten soll, gibt es da drei Möglichkeiten. Erstens die persönliche Legung am Telefon, zweitens die Beantwortung eurer Fragen per Mail oder aber ihr erwerbt Fragen und seid im Live dabei und ich beantworte euch die im Live. Link zum Shop ist in der Videobeschreibung, da findet ihr die drei Möglichkeiten und noch einen Haufen anderer Sachen. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr sagt, da seid ihr interessiert. So, und das gesagt, würde ich sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Steinböcke für die Woche vom 14. bis zum 20. Oktober. Vielen Dank, liebe Steinböcke. Ich muss jetzt erstmal gleich gucken, ob man alle Karten im Bild gut sieht. Ich habe nämlich hier ein bisschen umbauen müssen. Lasst mich kurz den Kameracheck machen. Natürlich hängt jetzt da die Halterung über dem Bild. So, jetzt. Hallo, hallo Steinböcke. Hauptenergie 10 der Stäbe. Ich sage euch mal gleich, bei allem Respekt, wie viel ihr tragen könnt und auf euch nehmt und ertragt, ihr müsst es nicht. Ja? Ihr müsst das nicht. Das ist die Last, das ist die Mühe, die wirkliche Belastung. Aber diese ganzen Stäbe hier, vielleicht gehört da der ein oder andere Stab gar nicht zu euch. Vielleicht steht hier ein Stab für die extra Arbeit, die ihr macht, weil der Kollege irgendwie euch immer was auf den Schreibtisch packt. Mit immer neuen Gründen, ja, und ihr habt Verständnis ohne Ende und ackert das weg, aber wisst selber nicht mehr, wie ihr eure eigene Arbeit noch zu erledigen habt. Das sind die ganzen Haushaltsarbeiten, die vielleicht auch andere Familienmitglieder mal übernehmen könnten. Das sind die ganzen Entschuldigungen und Ausreden von euch nahestehenden Menschen. Das sind vielleicht aber auch Glaubenssätze, die gar nicht mehr zu euch gehören, die euch nur noch belasten. Schaut euch das mal an. Das ist eure Hauptenergie in der Woche. Jetzt geht das Kerzchen aus. Moment. So, sogar die Kerze war überlastet von der Energie. Die 10 der Stäbe als eure Hauptenergie bedeutet, jetzt ist auch wirklich das Maß voll. Wenn ihr jetzt nicht aufhört, etwas zu ertragen, meine Lieben, dann sehe ich hier einige Steinböcke im Burnout, der Körper, die Seele macht sich über den Körper bemerkbar. Euch bricht irgendwann der Rücken durch, auch eure Schultern haben nur eine gewisse Spannweite. Sagt man das bei Schultern? Weiß man nicht. Ist ja auch egal. Ihr könnt und müsst vor allem nicht alles tragen, ertragen und ja, für andere erledigen. Ihr seid nicht das Mädchen für alle und alles. Ist aber auch eine Woche, in der euch bewusst wird, wie stark ihr seid und wie viel ihr schon geschafft habt. Da wird der Bizepsumfang mal gemessen. Macht euch das mal klar, wie stark ihr eigentlich seid. Haltet da mal inne. So, aus welcher Situation kommt ihr? Wo steht ihr gerade? Wir haben den Ritter der Schwerter, wir haben die Gerechtigkeit. In der Vergangenheit sind Köpfe gerollt, in der Vergangenheit habt ihr schon klar gemacht, halt, stopp. Ja, euch hat irgendwas sehr auf die Palme gebracht. Es kann auch sein, dass ihr gekündigt habt. Es kann sein, dass hier einige wirklich auch mal, den ist der Geduldsfaden gerissen. Ich wollte jetzt
den unschönen Satz sagen. Ich versuche ja auf meine Sprache zu achten. Deswegen, euch ist der Geduldsfaden gerissen. Ja, und habt wirklich auch Köpfe rollen lassen. Also das war auch für einige, ihr hattet das zum Teil auch gar nicht mehr unter Kontrolle. Ne? Da war das Maß so richtig voll. Da ja, sind Köpfe gerollt, Punkt. Und in der gegenwärtigen Situation mit der Gerechtigkeit versucht ihr nach Wegen zu finden, um wieder in Balance zu kommen. Den Kopf und den Bauch, also das Herz, ne, das Gefühl, Verstand und Gefühl wieder in Einklang zu bringen. Und daraus auch Entscheidungen hervorbringen zu können. Es geht hier um Entscheidungen, es geht hier um Urteile. Bei einigen wenigen ist es so, dass sie mit irgendwelchen Instanzen zu tun haben, auf ein Urteil vielleicht warten, ja, in der Vergangenheit vielleicht für sich einstehen mussten und jetzt auf hier so ein Gerichtsurteil warten oder auf einen Behördenbescheid, sowas. Aber generell geht es hier darum, nicht mehr entweder nur zu funktionieren oder emotional zu eskalieren, sondern wirklich sich in der Mitte wiederzufinden, zu spüren, den Verstand, das Gefühl zusammenzubringen, eine Entscheidung treffen zu können. So, wir schauen mal, was ihr da energetisch vorbereitet in der Woche und wir fragen, warum die 10 der Kelche. Der Magier, die 7 der Kelche. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die ergänzende Energie 7 der Kelche zeigt euch eine Welt, eure Traumwelt, alles, was ihr in eurem Leben haben wollt und so weiter und so fort. Alles, was euch glücklich macht, was euch erfüllt. Ja, das sind ganz viele unterschiedliche Dinge in diesen Kelchen. Ein paar sind besser als andere, aber alles könnt ihr euch vorstellen und hättet gerne jetzt so einen Download-Button, so einen Knopf, wo ihr drauf drückt und das Universum einfach nur liefert, liefert, liefert. Und soll ich euch was sagen? Der Magier ist genau der, der das schafft. Ihr wollt die 10 der Kelche, ihr wollt euch kraftvoll fühlen, ihr wollt den Job, der euch erfüllt, der euch glücklich macht. Ja, mit den Kollegen, die im Schulterschluss an eurer Seite stehen, die euch unterstützen, die euch nicht noch mehr von ihrem Kram aufladen. Ihr wollt das harmonische Familienleben, die harmonische Beziehung. Ja, das soll alles geregelt laufen. Denn nicht nur ihr wollt in Balance sein, es ist auch unglaublich angenehm, wenn Menschen um euch herum in Balance sind. Ja? Und das ist das, was ihr in der Woche zumindest energetisch vorbereitet. Das, da hacke ich immer so drauf rum, ja? Aber Zeit gibt es nicht. Zeit haben wir hier auf der Erde, damit wir nicht schräg aneinander vorbeilaufen. Und wissen, wann wir uns zu treffen haben, aber Zeit gibt es nicht. So, deswegen, das kann in der Woche passieren, ist auf jeden Fall das, was in einem Prozess in euch, um euch herum freigeschaufelt wird, dass ihr hier in diese Willensstärke, in diese Selbstermächtigung kommt und wisst, wer ihr seid. Ja, ihr habt jetzt schon hier euren energetischen Bizepsumfang gemessen und jetzt wird euch so nach und nach klar, wie viel ihr eigentlich schaffen könnt. Auch dieses, boah, wenn ich jetzt nicht so viel Zeit und Energie in andere, mich belastende Dinge, Situationen, Menschen gesteckt hätte, wo könnte ich heute stehen? Lass das mal sacken. Hätte ich vielleicht hier schon ein paar Kelche, nicht nur in meiner Fantasie, sondern auch in meinem Leben? Ich sehe ja auch, dass einige so einen Einfluss von außen haben, eine Person, die vielleicht ein bisschen perfide ist, die ein bisschen manipuliert, die vielleicht ein bisschen versucht, euch ein bisschen fremd zu bestimmen. Und da sucht ihr halt eben auch, einige von euch, einen Weg, verschiedene Möglichkeiten, eine Möglichkeit raus, um hier in die 10 der Kelche Energie, in diese Fülle, in eure komplette Kraft zu kommen, euch von dieser Person zu befreien. Warum der Tod? Das sind leider viel, viel, viel zu viele. Warum der Tod für die Steinböcke? Page der Münzen und der Teufel. Tod und Teufel, vielleicht sollte ich das Video so nennen. Ich habe eben von der Person gesprochen, die hier so ein bisschen
ja, ne? Vielleicht manipulativ ist auf jeden Fall, die negativen Einfluss versucht auf euer Leben zu nehmen oder euch in irgendeiner Art und Weise, obwohl sie jetzt nicht direkt mit euch zu tun hat, beeinflusst. Hier haben wir sie, tada, Bühne frei für den Teufel. Das sind die Abhängigkeiten, vielleicht auch die Co-Abhängigkeiten, die ungesunden Beziehungen, aber auch die Chancen, weil wir sind ja alle nur Projektionen und Spiegel. Ja, der Teufel steht hier auch für die Chance, die eigenen Schattenseiten anzugucken. Anstatt sich über den Kollegen zu beschweren und in die Opferhaltung zu gehen, jetzt mal ganz extrem gesprochen, ja, fragt euch doch mal, warum, was ist denn mein Anteil? Bringt doch mal Licht in diesen Schatten. Was ist mein Anteil? Warum lasse ich das mit mir machen? Gibt ja immer einen, der es macht und einen, der es mit sich machen lässt. Warum ist das so? Warum ist diese Person in meinem Leben? So, jetzt aber nächste großartige Nachricht, der Tod. Tod und Teufel, Page der Münzen, das ist die Nachricht, die euch glücklich macht. Das ist der Impuls, der euch glücklich macht. Und vielleicht ist für einige von euch auch dieses Reading hier der Impuls, nach eurem Glück zu greifen. Der Tod bedeutet, ich lasse hinter mir, was mir nicht mehr dient, was nicht zu mir gehört. Das ist der nervige Kollege, das ist der Chef, der mich klein hält und sabotiert vielleicht auch, ja, wo es energetisch einfach nicht passt. Das sind die ganzen alten, ausgedienten Glaubenssätze und Muster, die ihr fröhlich aus eurem Erfahrungsrucksack rausschmeißen könnt, beziehungsweise sie sind noch da, aber ihr müsst sie nicht mehr bedienen. Das muss euch nicht mehr belasten und das wird euch klar, dass ihr nämlich diejenigen seid, die am Steuer sitzen. Dass es immer einen gibt, der es macht und der es mit sich machen lässt. Einen, der euch was auflädt und ihr, die sagt, okay, ich kann es auch nicht mehr, aber ich versuche es trotzdem mitzutragen. Ja. Ihr befreit euch. Ihr sagt, nee, Nase voll, jetzt komm ich. Da ist ein inneres Kind, das will schaukeln, das will auf die Wippe, das will spielen, das will sich glücklich, geborgen, sicher fühlen. Und dafür kreiert ihr ein neues Leben, einen neuen Lebensumstand, ein neues Mindset, neue Ansichten. Ihr geht in die Selbstermächtigung. Diese Ketten hier, die zieht ihr einfach ab. Die Schlingen sind nämlich nicht so eng, die könnt ihr abziehen. Und ihr entwickelt auch, der Teufel ist nicht immer nur das böse, toxische, dunkle, ihr entwickelt auch eine Leidenschaft für euer Glück zu gehen, loszugehen, um euch euer Glück zu holen. Mit voller Passion. Warum die 6 der Münzen? Ergänzende Energie, 5 der Münzen, Klärungskarten, 2 der Münzen, die Kraft. Es ist gut möglich, dass ihr hier ein Angebot bekommt von jemandem. Ein Angebot, was sich aber irgendwie vielleicht zu schön anfühlt, um wahr zu sein. Es ist gut möglich, dass dieser Teufel, wenn ihr euch für euch entscheidet, das nicht so toll findet und rumpelstilzchenmäßig ums Feuer tanzt und wütet und tobt und den Masterplan schmiedet, um euch wieder einzufangen. Das kann hier das Einfangen symbolisieren. Aber ihr merkt das. Das ist keine sichere Sache für den Teufel, weil ihr merkt, oh, das bringt mich durcheinander, ja, aber ich möchte doch die Kraft. Ich möchte doch, und die Kraft, genauso wie die Gerechtigkeit, ja, möchte doch, dass Verstand und Gefühl in Balance sind. Ich möchte doch in meiner Mitte sein, mich kraftvoll fühlen und nicht hier so wackelig im Leben rumtanzen. Und ihr merkt, wenn diese Person auf euch zukommt, sofort Energie weg. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wo ihr das spürt. Bei mir sagt das so aus dem Oberkörper Richtung Solarplexus, wird weg. Ja, und das ist eine ganz, 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 ganz
kontrastreiche Energie zu den 10 der Kelchen. Ihr seid hier dabei, was zu verändern. Hier kommt ein Angebot rein. Das muss nicht von dieser, ich benutze den Teufel jetzt als Sinnbild für diese Person, von dieser ungesunden Person kommen, die euch nicht gut tut, die euch belastet. Das kann auch ein gutes Angebot sein. Ja, ein gutes Angebot, weil ihr jetzt dabei seid, euch die 7 der Kelche, die Fülle vom Leben zu holen. Und das ist neu. Ja, in eurem, nochmal heute extremer Tag für mich, deswegen extreme Beispiele, in diesem stinkigen, alten, mockigen Sumpf, in dem ihr bis jetzt wart, entschuldigt, ja, in dieser Belastung, in diesen alten Mustern, da kanntet ihr euch aus. Da wusstet ihr, okay, tut mir nicht gut, aber weiß ich zu handeln. Und jetzt kommt da auf einmal der Sandstrand, der karibische. Da wart ihr aber noch nie. Da wollt ihr hin. Ja, da wart ihr aber noch nie. Und jetzt kriegt ihr die Möglichkeit, da hinzukommen. Und das macht euch unsicher. Und das ist hier eine sehr, wie gesagt, eine kontrastreiche Energie. Das zeigt einfach nur, da wird Altes nochmal mit Neuem verglichen. Und das ist auch ein entscheidender Moment. Manchmal ist es so, da entscheidet man sich dann nochmal fürs Alte, bei all den guten Vorsätzen und bei all der Motivation und Ambition und Leidenschaft, was anders zu machen, für sich einzustehen, nicht mehr alles mitzumachen und zu tragen. Das ist aber nicht schlimm, wenn ihr noch eine Runde braucht, dann braucht ihr noch eine Runde. Irgendwann ist auch bei denen, die noch 5 Runden oder 10 Runden brauchen, das Maß voll. Das sind dann die unfassbar leidensfähigen, ja. Aber das ist hier so ein Moment, wie eine neue Sprache gelernt haben und dann in die Anwendung kommen. Manchmal ist es so, ihr könnt eine Vokabel 10 Tage lang wunderbar in jeden Satz einbauen, durchkonjugieren und an Tag 11, kommt ihr nicht mehr drauf. Da will euer Gehirn einfach mal wieder Muttersprache sprechen. Meint alte Muster abrufen. Das ist ganz normal. Das ist wirklich ein physiologischer Prozess, wo sich eure Synapsen in euren hübschen Steinbockköpfchen umbauen. Altes wird gegen Neues geprüft. Fühlt sich nicht so super an, gebe ich zu. Aber richtet euch auf euer Ziel aus. Und dann kann die Sache auch klappen. Weil ihr wollt nicht mehr in irgendwelchen Abhängigkeiten sein. Ihr wollt nicht immer die sein, die geben, geben, geben. Und ihr wollt erst recht nicht irgendwie weiter klein sein und belastet sein. Legt die Kraftkarte mal oben drauf. Ist viel schöner. Da wollen wir nämlich hin. Da hätte ich euch gerne. Das fühlt sich nämlich toll an. Und auch hier sehen wir, der ist ausgerichtet auf die 5 der Münzen. Ihr hört auf, irgendwie dieser Armut, diesem Mangel, diesem destruktiven, dieser Belastung, diesem kalten und nicht schön wärmenden, schützenden, erfüllenden hinterher zu laufen, sondern ihr richtet euch auf die Fülle aus. Umbruch, meine lieben Steinböcke. Schaut euch auf jeden Fall, wenn ihr alle Informationen haben wollt, euren Aszendenten noch mit an für Gefühls- und Beziehungsthemen Mond Venus. Im Übrigen sehe ich hier die Möglichkeit auf eine neue Liebe für die, die sie suchen, aber auch nochmal die Möglichkeit, dass ihr vielleicht noch nicht ganz euch emotional aus dem Alten losgelöst habt oder aber beim Begegnen der neuen Liebe merkt, huch, hui, Schnappatmung, das sind nicht nur Schmetterlinge, die ganz süß im Bauch kitzeln, das ist auch mein Herz, was ein bisschen vor Panik holpert und rumpelt, weil ja die Vergangenheit einfach nicht so schön war und ich merke, okay, das kann mich noch triggern, diese Nähe, diese große Liebe, das Wohlgefühl. In der Kälte kenne ich mich aus, aber hier in diesem, im Übrigen hier alles sonnige Karten, ja, gelb, 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 Sonne, 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 in der Wärme, das, da weiß ich noch nicht, halte ich mal einen dicken Zeh ans Licht, ja, prüfe ich mal das Gewässer vorher, ziehe ich mir vielleicht nochmal irgendwie eine ganze Flasche UV-Schutz rein, damit ich mich nicht verbrenne, also das ist einfach ungewohnt, ja, da merken einige vielleicht noch bei der Begegnung einer neuen Liebe, eines potenziellen neuen Herzmenschen, hoch, die Vergangenheit hat schon auch Spuren hinterlassen. Meine Lieben, aber einer meiner Lieblingssätze, den ich meinen Coaching-Klienten auch immer wieder um die Ohren haue, ist, hinter deiner größten Angst steckt dein größtes Glück. So, liebe Steinböcke, Aszendent, Mond, Venus in der Playlist 14. bis 20. Oktober mit anschauen, wenn ihr alle Informationen haben wollt. Wenn es euch gefallen hat, wenn ich euch helfen konnte, wenn es resoniert hat, lasst es mich wissen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da.
Abonniert sehr, sehr gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wer persönliche Fragen an die Karten hat, ich habe es im Intro schon gesagt, klickt mal auf den Link in der Videobeschreibung, schaut euch da um, welche Möglichkeiten für euch die besten sind oder beste ist. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche, durchhalten, wirklich. Die Fülle, ihr kommt aus der Fülle, ihr seid die Fülle, euch steht die Fülle zu, ist für euch möglich. Die Stabilität ist für euch möglich. Alles, alles Liebe, meine lieben Steinböcke, und bis ganz, ganz bald.